Wir machen eine leckere Gnocchi-Gemüsepfanne. Dafür brauchst du nur ganz wenige Zutaten und 10 Minuten Zeit. Wir legen los mit einer Zwiebel und einer Knoblauchzehe. Das wird erstmal fein gehackt und dann widmen wir uns auch schon unserem Paprika. Statt dem Paprika kannst du übrigens jedes andere Gemüse verwenden. Wenn du Paprika nimmst, wasch sie und schneide sie so wie ich hier vom Strunk und schneide sie dann in mundgerechte Würfelchen. Und jetzt geht's auch direkt los in unserer Pfanne, denn wir fackeln gar nicht lange darin. Erwärmen wir erstmal 2 Esslöffel Olivenöl und dann kommen da Zwiebeln und Knoblauch rein. Pepperoni, Paprika dazu und einmal anschwitzen. 400 Gramm Dosentomaten dazu, das entspricht genau einer Dose Tomaten. Salz und Pfeffer mit dazu, ganz nach Geschmack und dann darf das Ganze kurz ziehen, bevor dann die Gnocchi dazukommen. Die dürfen ganz nach Packungsbeilage garen, bei meinen stand 2 Minuten drauf, also machen wir das jetzt auch mit geschlossenem Deckel. Und dann ist es auch schon Zeit zu servieren. Du siehst, es geht wirklich mega, mega schnell. Ich gebe unsere Gnocchi-Gemüsepfanne hier einfach in eine kleine Schüssel, brösel dann da ein bisschen Feta-Käse drüber, weil ich einfach finde, der Feta passt zu dem Paprika ganz hervorragend und ein bisschen frische Petersilie. Basilikum darf natürlich nicht fehlen für die Farbe und weil es auch sehr lecker schmeckt. Da würde jetzt auch Basilikum zum Beispiel sehr gut funktionieren. Dann darf natürlich ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer nicht fehlen für den Geschmack und das Aroma. Und dann ist auch schon Zeit zu servieren. Du siehst, es geht wirklich mega, mega schnell. Zusätzlich kannst du die Pfanne auch vorkochen und das macht sie echt zum perfekten Feierabendgericht.